Fernerkundung der Ozeane. Ozeane sind die Quelle des Lebens auf der Erde. Die ersten Menschen fürchteten die Ozeane. Erst technische Innovationen ermöglichten das Segeln und später das Tauchen unter Wasser. Heute sind die Ozeane unsere Freunde, eine wichtige Nahrungs- und Informationsquelle. Von Ozeanen können wir viel lernen über Klima- und Naturkatastrophen. Dank weltweiter Beobachtungen können extreme Wetterereignisse wie tropische Wirbelstürme, Stürme in mittleren Breiten und polare Tiefdruckgebiete genauer vorhergesagt und verfolgt werden. Die Forderungen an Fernerkundungen der Ozeane sind grenzenlos, wegen der Variationen der Meeresoberfläche und der zeitlichen und räumlichen Voraussetzungen. Die steigende Qualität und Quantität sowie die Dauer der Ozeanerkundung sind eine wichtige Grundlage für praktische Maßnahmen und die Einschätzung lokaler und globaler Klimaveränderungen, natürlich oder menschengemacht. Die Ozeanüberwachung erfordert Wissen bei der ständigen Beobachtung und der Echtzeitinterpretation. Die Bandbreite der räumlichen Bedingungen ist enorm, von Metern bis zu Hunderten von Kilometern. Darum sind globale Beobachtungen unverzichtbar für die Analyse der großen Bereiche des Planeten. Mit Fernerkundungssensoren können wir die Ozeane mit verschiedenen Techniken betrachten und daraus lernen. Farbe des Ozeans. Der Ozean erscheint uns blau, weil er den Himmel reflektiert. Durch Schwebepartikel im Wasser kann sich die Farbe ändern. Durch Farbmessungen können wir die Arten von Partikeln und deren Konzentration bestimmen. Etwa Chlorophyll, Gelbstoffe und Sedimente. Wenn das Wasser sehr klar ist, können wir sogar die Tiefe des Meeres und verschiedene Arten von Algen bestimmen. Oberfläche des Ozeans. Synthetische Aperturradare sehen durch Wolken und liefern sehr feine Details der Oberfläche des Ozeans. Sie sind sehr hilfreich zur Entdeckung von Oberflächenströmungen und Objekten wie Schiffen oder Ölteppichen. Windgeschwindigkeit. Radarskaterometer messen die Windgeschwindigkeit und Richtung an der Ozeanoberfläche. Sie unterstützen Klimastudien und verbessern das Verständnis der Interaktion zwischen Luft und Wasser. Für Hurrikane dagegen verwenden wir Mikrowellenradiometer, die sehr präzise sind. Topographie des Ozeans. Die Ozeanoberfläche steigt und sinkt und formt dabei den Meeresboden nach. Global zeigen solche Abweichungen Strömungen und Veränderungen der Dichte des Wassers an, abhängig von Temperatur und Salzgehalt. Sie können mit Radaraltimeter erfasst werden. Salzgehalt und Temperatur des Ozeans. Kleine Änderungen des Salzgehalts der Meeresoberfläche können starke Auswirkungen auf Wasserzyklus und Zirkulation haben. Der Salzgehalt bestimmt die Meereswasserdichte. Da der Ozean in den oberen 3 Metern mehr Wärme als die ganze Atmosphäre speichert, ist diese Zirkulation extrem wichtig für unser Klima. Wissen über den Ozean hilft uns bei der Vorhersage von Naturkatastrophen wie El Niño, einem zyklischen Klimaphänomen, verbunden mit der Erwärmung des Ostpazifiks in Äquatornähe. Das Wissen dieses Phänomens rettet viele Leben und verhindert wirtschaftliche Schäden.